So viel tränende Rührung im Publikum, so viel begeisterter Applaus. Monika Lührhaus wurde bei der Verleihung der Goldenen Kamera gefeiert wie kein anderer Preisträger. Ihr Mut, ihr Wille und ihre Art, mit der Krankheit umzugehen, all das wurde mit dem Preis gewürdigt. Wie vor Jahren Johannes Paul II. Zeigt uns die junge Sportmoderatorin, dass Krankheit ein Teil des Lebens ist und man sich nicht verstecken muss, wenn man gebrechlich ist. Aber genau das ist das Problem hinter der Begeisterung. Nur die ganz Starken schaffen es zurück in die Öffentlichkeit. Die Mehrheit der Schwachen verschwindet einfach von der Bildfläche. Kaum einer, der es trotz Krankheit oder Gebrechlichkeit wirklich zurück in die Öffentlichkeit schafft. In den Medien wollen wir nur perfekte Menschen und die Medienwelt ist schön. Von den Auswüchsen dieser Philosophie lebt eine ganze Schönheitsindustrie. Zigtausende derer, die im Rampenlicht stehen, müssen sich einem strengen Schönheitsdiktat beugen und gerade die Frauen müssen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um ihren Arbeitsplatz in der Öffentlichkeit zu verteidigen. Wer da krank wird oder alt, der ist schnell vergessen. Und wir alle spüren, dass das Unrecht ist und deshalb sind wir so gerührt, wenn es einer oder ein Nee trotz Makel ins Rampenlicht schafft. Wir spüren, dass die makellose Welt der Medien eben doch nicht unsere Realität ist und in solch kurzen Momenten wie beim Auftritt von Monika Lührhaus beklatschen wir den hinfälligen Menschen, der wir selbst sind, um gleich wieder der dekoltierten Blondine zu applaudieren. Wir Zuschauer sind es, die wir uns in der Welt der Perfekten spiegeln wollen. Wir sind es, die die echten Menschen aus diesem Spiegelbild verdrängt und durch Traumgestalten ersetzt haben. Ich bin gespannt, ob die ARD ihr Versprechen wahrmacht und Monika Lührhaus auf den Bildschirm zurückkehrt, auch wenn sie nicht mehr die perfekte Moderatorin sein wird. Mehr echtes Leben, das täte gerade dem Fernsehen gut. Ins Kino oder auf YouTube ist es schon längst zurückgekehrt.